Hi, du möchtest auch, dass deine Galerie in Zukunft so aussieht? Mit wunderschönen Bildern, die deine Sims präsentieren, ob einzelne Sims, Familien oder Sims mit einem Haustier, dann bleib jetzt gerne dran. So, nochmal hi, ich bin Anna und erkläre und zeige dir heute, wie du ja Posen für die Galerie nutzt. Dazu habe ich dir zwei Seiten verlinkt, einmal YouPo 45 und Sakura Leon. Da habe ich die Posen her für die Galerie. Bin erst seit kurzem wieder auch darauf gestoßen und mache das jetzt und versuche das jetzt wieder regelmäßig zu machen. Es ist eigentlich total leicht, du kannst nichts falsch machen. Und die erste Seite ist von der Elisa und ich finde, die hat so schöne Posen, auch so mit Magical. Ich habe mir zum Beispiel die hier runtergeladen für einen Herrn. Dann hast du hier auch welche für den zweiten Bereich. Du hast ja mal ein erstes Bild, wo du mit der Kamera was auswählen kannst. Und hast ein zweites Bild, wo dann steht, wie alt der Sim ist, beziehungsweise in welcher Altersgruppe, der Name, die Merkmale, wo du dann nochmal so ein bisschen mehr Infos über den Sims bekommst. Das wäre jetzt so eine Pose, die dann dort reinkommt. Aber uns, beziehungsweise was ich immer schön finde, ist dieses erste Bild. Wenn du in die Galerie durchstöberst und siehst dann direkt so das erste Bild, das springt einem ja immer so ins Auge. Und das möchte ich dir heute zeigen. Du siehst, es gibt super viele schöne Posen, egal ob für Mann und Frau. Und die habe ich mir für die Damen runtergeladen. Das Runterladen ist ganz easy. Du klickst einfach hier. Hier steht dann auch nochmal für das erste Bild. Und du siehst dann hier eine Vorschau, wie die Bilder aussehen. Du gehst dann einfach hier auf Download. Da gehen wir drauf. Das öffnet dann ein extra Fenster. Du klickst dann einfach hier drauf. Simfashare ist total easy. Da kannst du nichts falsch machen. Du klickst hier drauf, dann öffnet sich nochmal ein Fenster, dann gehst du hier auf Download. Ich mache das jetzt mit dir einmal zusammen. Drückst dann Speichern, okay. Und dann legt dir das dann automatisch in deinen Download-Ordner. Nicht wundern, hier ist immer so ein bisschen Krimskram von mir drin. Und das war's schon, was ich dann immer gerne noch mache, einfach um meinen PC zu schützen. Ich lasse meinen Virenscan einmal drüber laufen. Und das war's dann schon. Falls Dateien mal verpackt sein sollen, heißt, da ist ein Ordner. Moment, ich kann dir das kurz zeigen. Wir packen den mal. Der sieht dann so aus mit einem Reißverschluss. Da brauchst du dann ein Entzippungsprogramm. Ich kann dir zum Beispiel das kostenlose 7-Zip empfehlen. Das habe ich schon seit Jahren. Und dann machst du einfach auf den Ordner einen Rechtsklick, gehst auf 7-Zip und kannst dann entpacken nach. Da steht dann immer der Name des Ordners und dann macht er dir den wieder frei. Den löschen wir jetzt, den brauchen wir nicht. Diese Datei lösche ich jetzt auch, weil ich das ja alles jetzt schon vorbereitet habe. Die zweite Seite ist von Sakura Leon. Sie hat so viele verschiedene Posen für das erste Bild als auch für das zweite Bild und für Singles, für Kinder, für Familien und alles Mögliche. Was ich hier mir jetzt noch rausgeholt habe, du siehst ganz viele, das ist für das zweite Bild. Da siehst du dann auch den Sim noch mal ein bisschen näher. Und das ist wirklich super schön und das ist wirklich easy. Ich erkläre dir das Schritt für Schritt. Was ich mir noch runtergeladen habe, ist zum Beispiel das hier mit den Katzen. Einmal für ausgewachsene Katzen, für kleine, schmale Hunde, beziehungsweise für kleine Hunde, nicht für große Hunde, für Welpen und für Kitten. Ich werde dir das Beispiel an meinem Safe Summit, meiner Betty, zeigen mit einer Katze. Da habe ich dir, ich glaube, ich habe dieses Bild genommen. Da können wir aber gleich nochmal gucken. Schau, ich habe mir das jetzt hier schon vorbereitet. Was ich gerne mache, ich habe mir auf meiner externen Festplatte einen Ordner angelegt. Der heißt Posen und doch, da ist so viel drauf. Und was ich immer schön finde, ich mache mir dann einen Ordner, lege die Dateien rein und mache mir das dazugehörige Bild, damit ich weiß, was die Pose darstellt. Weil bei den ganzen Posen, die es gibt, verliert man einfach den Überblick. Das kann ich dir nur ans Herz legen und empfehlen. Und ich zeige dir jetzt kurz. Genau. Die Posen nehmen wir für Single-Damen. Die habe ich mit eingepackt. Dann für die Herren zeige ich dir diese Posen. Dann für die Katze, können wir mal kurz hier Ansicht ändern, nehmen wir diese Pose mit meinem Self-Sim und meiner Katze Betty. Wie kriegst du jetzt die Sachen in deinen Mods-Ordner? Der ein oder andere kennst, der kann dann vorspulen. Falls du es noch nicht kennst, bleib kurz dran.
Wenn du deinen Explorer öffnest, der ist hier unten, hast du so eine Übersicht. Wenn du dir das so eingestellt hast, ist es immer bei jedem anders. Dann gehst du auf Dokumente, Electronic Arts, die Sims 4, Mods. Du siehst, ich sortiere mir das immer schön, dass ich weiß, wo was ist, dass ich kein Chaos habe. Aber wie gesagt, da kann jeder das machen, handhaben, wie er möchte. Ich sortiere es mir immer, dass ich genau weiß, wo was ist. Falls ich was direkt wieder mal rausschmeißen möchte, weil ich denke, ach komm, spielst du eine Zeit lang eh nicht mit. Und ich habe jetzt hier einen Posenordner erstellt. Und da machen wir das jetzt so, dass wir das öffnen. Und einfach, entweder klickst du einmal drauf, dass es markiert ist und ziehst es rüber. Du siehst, der verschiebt die Datei dann. Finde ich immer nicht so gut. Ich kopiere mir das lieber, damit ich eine Datei einfach als Backup habe, auch wenn ich es jetzt auf D als Backup habe. Das heißt, ich mache das entweder über einen Rechtsklick kopieren oder über Steuerung C. Dann klicke ich auf den Ordner, wo es hin soll, Stück Steuerung V und dann ist diese Datei drin. Und wir haben zugleich eine weitere Pose, die wir da gerne einfügen wollen. Machen wir wieder mit Steuerung C, Steuerung V. Einfach damit das jetzt funktioniert, werden wir das Schritt für Schritt machen und erstmal nur mit den zwei Posen arbeiten. Für die einzelnen Single-Damen und Single-Herren. So, da sind wir auch schon. Ich lasse mir dieses Fenster immer zeigen, dass ich sehe, okay, gut, er hat alle Mods drin. Was wichtig ist, falls du noch nicht mit Mods spielst und da erst so reinkommst, musst du unbedingt auf Optionen, Spieloptionen gehen, auf Weiteres und benutzerdefinierte Inhalte und Mods aktivieren und diesen Haken setzen, falls der nicht gesetzt sein sollte. Das bedeutet, dass dir dann die Mods und die CC-Sachen, die Kosten-Quantum-Sachen, auch angezeigt werden, wenn du den Haken deaktiviert hast. Das passiert auch meistens nach einem Patch oder nach einem Update, dass die dir den wieder rausnehmen. Den musst du dann aktivieren, sonst, wenn du deine Sims mit CC eingekleidet hast, stehen sie nackig vor dir rum. Deshalb immer gucken, dass es aktiviert ist. Und dann gehen wir mal in den Cast und suchen uns eine schöne Simmin und einen schönen Simmann aus, die wir erst einzeln in die Galerie stellen wollen. Wen nehmen wir denn? Ich habe mir schon mal zwei aus der Galerie runtergeladen, die ich noch nicht so dargestellt habe. Einmal der Dirk Peters. Ich würde sagen, wir fangen mit ihm an. Der ist jetzt schon in der Galerie, aber das ist dem Sinn, ja, egal, du kannst ja alles doppelt und dreifach machen. Ich ersetze die Sims immer. Du siehst, dein Sim ist hier drinne. Dann gehst du hier drauf, Haushalt speichern. Und jetzt sieht es erstmal so aus wie normal. Du hast das normale Bild und hast das zweite Bild, wo die Merkmale mit drin sind, dein Name steht und das Alter ist. Du hast dann hier den Namen, den passen wir mal kurz an. Und dann kannst du hier drauf gehen und die Pose zufällig wählen oder beziehungsweise das Porträt zufällig wählen. Normalerweise kommt dann was Normales. Das dauert manchmal immer ein bisschen, bis er was generiert, so wie das jetzt hier. Und da man den Dirk aber nicht gut sieht, würde ich sagen, klicken wir einfach weiter zu einer Pose, die uns gefällt. Das finde ich zum Beispiel jetzt sehr sympathisch. Man sieht sein Gesicht, auch seine CC-Augen, die ich aber alles liebe. Und wir gehen jetzt einfach mal durch und gucken, da ist er von der anderen Seite. Du siehst, das geht ganz easy. Das Generieren dauert manchmal 1-2 Bilder, aber das ist vollkommen normal. Und ich finde es immer sehr schön, es ist mal was anderes, seine Sims zu zeigen. Und vor allem, du siehst halt direkt viel, viel mehr von den Sims. Meistens ist ja das Wichtigste das Gesicht. Das ist ja so, zumindest für mich, so der persönliche Ding, wo ich sage, wow, der Sim sieht so schön aus. Mit denen möchte ich gern weitere Gene erzeugen, weitere Kinder. Und ich finde, die sind sehr schön. Man sieht direkt von hier, man sieht gerade so seine Piercings, aber man sieht nicht seine Augenfarbe zum Beispiel. Das sieht man hier dann zum Beispiel ein bisschen mehr. Das ist auch ein sehr sympathisches Bild. Das ist auch sehr schön. Da haben wir dasselbe. Wie gesagt, der generiert das halt immer so nach Zufallsprinzip. Oft kommt mal dasselbe. Das ist ein sehr sympathisches Bild, finde ich. Ich würde sagen, wir stellen das jetzt einfach so in die Galerie. Ich werde mir den allerdings so speichern, weil ich meine Hashtags noch nicht reingesetzt habe. Aber das wäre dann rein theoretisch die Pose für einen Mann. Und wenn du es in die Galerie stellst, würde das dann so aussehen. Einmal Haushalte und den benutzerdefinierten Haken setzen bei mir. Und dann siehst du eine riesen Auswahl. Und es macht doch viel, viel, viel mehr her, finde ich, wenn du die Sims direkt ein bisschen näher siehst. Siehst, ah, okay,
Sie hat wunderschöne große Augen, sie hat eine kleine Stupsnase, sie hat auch eine kleine Stupsnase. Du siehst einfach viel, viel mehr von den Sims. Ich finde es eigentlich einfach persönlich viel, viel schöner. Und habe so zeitlang schleifen lassen, weil ich es einfach vergessen habe. Jetzt vor kurzem durch eine Freundin habe ich es wieder gesehen und werde jetzt auch die restlichen Sims noch so anpassen und dann die Downloads, je nachdem wie viele drin sind, bei 2, 3, das macht nicht viel aus. Oder ich lasse sie drinnen mal gucken. Aber ich würde sagen, wir machen weiter mit einer Dame. Und dann nehmen wir doch eine sehr bekannte, das können wir dann rauslöschen, weil wir haben ja die andere Datei. Wir nehmen einmal die Rose von unserer Rainbow Roulette Challenge. Kannst du gerne mal reinschauen. Da dann auch wieder auf Haushalt speichern und siehst dann direkt, manchmal kommt direkt ein Bild. Hinten hast du wieder das normale. Hier geht es nur darum, das erste zu verändern. Und wir tippen uns einfach mal ein bisschen durch ein sehr schönes Bild für die Rose. Ich glaube, wir nehmen das. Und so könntest du es jetzt direkt einfach schon hochladen. Ich glaube, bei der Rose machen wir das auch. Die hat ja so ein paar Hashtags drin. Und dann gucken wir gleich mal in der Galerie nach. So sah das dann in der Galerie aus. Ich musste sie gerade suchen. Sie wurde mir gerade noch nicht hier angezeigt. Und ja, dann würde ich sagen, starte ich einmal das Spiel. Beziehungsweise wir können es nochmal mit einer Dame machen. Dass du siehst, dass das egal bei welchem Sims geht. Ich kann den auch mal als Teenager kurz machen. Dass du siehst, dass das da auch funktioniert. Du siehst, das geht auch bei Teenagern. Und es gibt viele schöne Posen, die die Sims dann einnehmen können. Ich finde das eine sehr schöne Abwechslung. Vor allem, es macht halt die Galerie halt so ein bisschen interessanter, wenn man dann da durch die Galerie geht und die Bilder sieht. Und das ist halt was anderes als wie die normalen Sachen von EA. Und das Schöne ist halt, wenn du das so gespeichert hast und die Sachen wieder rausnimmst, die Dateien, die die Posen machen aus deinem Mods-Ordner, bleiben die Dateien in der Galerie als auch in deiner persönlichen Bibliothek genauso, wie du sie gemacht hast. Und das finde ich halt sehr gut. Das heißt, du musst nicht immer die Bilder drin haben, um die Sachen zu bekommen. So, da sind wir wieder zurück. Ich habe das jetzt schon vorbereitet, damit das Video nicht so lang geht. Und du siehst, das ist die Pose mit der Katze. Das ist mein Safe-Sim. Ich wollte es eigentlich den Safe-Sim nehmen mit CC. Leider habe ich die Datei schon gelöscht und kann ihn jetzt nicht reinsetzen aktuell. Du siehst, da ist meine Buddy. Und das bin ich. Und du siehst trotzdem, die hinteren Sachen sind ganz normal wie vorher. Nur das Anfangsbild hat sich geändert. Und das finde ich sehr schön. Das macht einfach... Ich finde, es macht es sympathischer einfach. Ja, dann hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat. Dass ich dir das so ein bisschen erklären konnte. Wie gesagt, ich finde, das macht einfach viel mehr aus, wenn man so die Galerie durchgeht und sieht, man sieht einfach viel, viel mehr von den Sims, vor allem von dem Gesicht. Und das finde ich, das ist ja immer ein sehr großes Detail und es ist halt ein Unterschied, ob man die jetzt so nur sieht. Gut, man kann jetzt vielleicht andeuten, dass sie vielleicht Sommersprossen hat. Das sieht man halt hier auf dem Bild schon direkt näher. Sie hat eine kleine Stupsnase. Sie hat wunderschön grüne Augen und Sommersprossen. Und das sind halt Details, die du halt auf die Ferne nicht so gut erkennst. Wenn du die halt so ein bisschen ranhörst, siehst, sehen genau die Leute, die deine Galerie durchstöbern. Wow, hat die aber ein schönes Gesicht. Oder der, wir können ja auch mal kurz einen Herren aufrufen. Wir nehmen den Alex einfach mal. Und es ist halt ein Unterschied, ob man ihn so sieht oder so sieht, finde ich persönlich. Ja, dann hoffe ich, hat dir dieses Video gefallen und ich hoffe, dass ich dir das ein bisschen näher bringen konnte. Und würde sagen, schau gerne mal bei einem der anderen Let's Plays von mir vorbei. Ich würde mich freuen, wenn du da auch mal vorbeischaust und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns irgendwann mal wieder. Tschüss!